ein Gesprächsthema, über das hier auf der Messe der Automechaniker gesprochen wird, ist die Rückkehr der Lackhersteller, vor allen Dingen aus Deutschland, hier bei der Automechaniker in Frankfurt. Wir besuchen jetzt den Stand von Spies-Hecker, einer der führenden Lackhersteller im deutschen Markt. Bei uns ist Michael Wellnitz, neuer Vertriebsleiter bei Spies-Hecker. Herr Wellnitz, wie war die Messe bis jetzt? Wir sind am Donnerstag. Wie war die Frequenz hier am Stand? Also Dienstag war noch ein bisschen ruhig. Ich denke, es war zu erwarten oder ich hatte es erwartet. Aber ab Mittwoch, 10 Uhr ging es los, war es relativ voll. Wir sind zufrieden mit der Frequenz. Und wir haben auch gute Rückmeldungen bekommen, positive Rückmeldungen, was das, den Stand anbelangt. Viele haben gesagt, ihr gehört hier hin. Also die Besucher fühlen sich wohl hier bei Ihnen. Für Sie ist es ja neben Spies-Hecker auch eine Premiere. Sie sind seit einem Monat in Amt und Würden in Köln. Wie sind Sie in Köln aufgenommen worden? Wie sind Sie angekommen? Sehr gut. Ich war ja mal bei Spies-Hecker vor vielen Jahren, war da 5 Jahre bei Spies-Hecker, bin dann in einen anderen Industriebereich abgewechselt. Spies-Hecker ist wie eine Familie. Wenn Sie einmal Spies-Hecker sind, dann ist dieser Virus drin. Und ich bin da sehr gut aufgenommen worden, komme sehr gut zurecht. Man nimmt sich Zeit und ich kenne natürlich viele Kollegen noch von früher, was mir sehr gut hilft. Sie sind auch viel im Markt unterwegs. Sie haben schon einige Karosserie- und Lackierbetriebe in den letzten Wochen besucht. Was ist so das Fazit für Sie? Was sind die Herausforderungen, die Karosserie- und Lackierbetriebe jetzt meistern müssen in diesem Jahr, im nächsten Jahr? Also in meiner begrenzten Zeit jetzt wieder als Neuer sehe ich so ein bisschen die Herausforderung für die Betriebe, dass sie einerseits an den Stundenverrechnungssätzen so viel nicht tun können. Die sind relativ stabil, bleiben gleich, können nur minimal mit ein paar Maßnahmen etwas erhöhen. Aber die bleiben ungefähr konstant, während auf der anderen Seite die Kosten, Lohnkosten, auch letztlich, ja, auch unsere Produkte werden auch über die Jahre teurer. Das heißt, die Verdienstmöglichkeiten, die Margen sinken für die Betriebe. Jetzt geht es darum, wie die Betriebe sich aufstellen, um immer noch profitabel zu wirtschaften. Da müssen die Betriebe ständig up-to-date bleiben mit dem neuesten Equipment, wenn es sinnvoll ist natürlich, die müssen da up-to-date bleiben. Viele sagen mir auch, die müssen Betriebsvergleiche machen. Das heißt, was auch bei wir mit dem Profi-Club zum Beispiel bieten, dass sie ihre Daten über den Steuerberater einschicken zum Profi-Club und dann, dass dort der Benchmark getan wird. Damit die sehen, bin ich noch up-to-date? Sind meine Finanzen in Ordnung? Bin ich im Mainstream? Passt das alles noch? Ja, und dann bieten natürlich auch Prozesse im Haus, dass wir von außen kommen oder Experten schicken, die sagen, ich gucke mir deine Prozesse an. Wenn das gegeben ist, wenn die also neuestes Equipment, Prozesssicherheit, aber auch die finanziellen Daten regelmäßig checken und checken lassen, auch im Benchmark, dann ist weiterhin noch eine gute Rendite möglich. Das ist ganz klar. Wer das nicht tut, hat, glaube ich, Schwierigkeiten. Okay, vielen Dank bis hierher. Wir schauen uns jetzt die Produkte an. Es gibt einen neuen Klarlack von Spies-Hecker und tauchen ein wenig ein in die digitale Welt des Color Managements.